Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen im neuen Schuljahr. Heute geht es um Terme und Termwerte und das ganze Kapitel, also das ganze erste Kapitel wird sich rund um die Terme drehen. Und ich habe euch schon mal drei Terme hier mitgebracht, die wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Man erkennt diese Terme meistens daran, dass eben Zahlen, Variablen, Rechenzeichen, man sagt auch Operationen drin vorkommen und diese sinnvoll angeordnet sind. Unterschied bei der Gleichung. Bei der Gleichung besteht aus zwei Termen und ein Ist gleich dazwischen. Das hier ist quasi nur ein Teil davon. Wie kommt man jetzt auf so eine Terme und was kann man damit tun? Das werde ich euch jetzt zeigen. Zum Beispiel kommt man auf den ersten Term, wenn man sich dieses Dreieck anschaut. Was steckt in dem Dreieck? Man steckt eine Länge, die ist vier Längeneinheiten und es stecken zwei Längen, die sind identisch, haben beide dieselbe Variable, aber die sind eben, wie das Wort schon sagt, variabel. Was heißt es, dass die variabel sind? Ich kann einfach mehrere Werte dafür einsetzen und dadurch können mehrere Dreiecke entstehen. Also die Längen können lang werden, sie können verkürzt werden, klein werden und so weiter. Dadurch habe ich ganz, ganz viele Dreiecke, die entstehen. So, und wie komme ich jetzt dadurch auf den Term? Dafür braucht man ein kleines Grundwissen. Umfang ist die Seite und die Seite und die Seite und wenn es ein Viereck ist, noch eine vierte Seite. Wenn es ein Fünfeck ist, eine fünfte Seite. Hier haben wir ein Dreieck. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den Umfang von diesem Dreieck aufstellen wollen, dann ist das einmal die 4 plus 2 mal x. Und das genau beschreibt dieser Term. Also dieser Term macht nichts anderes, als den Umfang darzustellen. Zum Beispiel. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man auf diesen Term kommt. Eine zweite Möglichkeit, wie man auf diesen Term kommt, ist zum Beispiel dieses Rechteck. Das Rechteck ist auch wieder durch einen festen Wert an einer Seite und durch eine variable Länge auf der anderen Seite gegeben. Und dadurch entstehen wieder ganz viele Rechtecke. Habt ihr gerade gesehen, da wo die dann einfach unterschiedlich lang werden, diese Rechtecke, könnte man sagen. Das, was dahinter steckt, diese Operation ist natürlich jetzt kein Umfang mehr, sonst müsste ich 2 plus 2 plus 3 plus x plus 3 plus x rechnen. Ihr wisst es ja, viermal die Seiten, sondern das ist hier der Flächeninhalt. Das heißt, die eine Seite mal die andere Seite. Warum sind jetzt hier Klammern? Ich muss die eine Seite mal die ganze andere Seite rechnen. Würde ich jetzt hier die Klammer weglassen, würde ich ja nur 2 mal 3 rechnen, aber das x eben nicht mal 2. Ich muss eben das mal das ganze das. Und das kann ich leichter machen, indem ich hier Klammern setze. Wie ich das rechne, das zeige ich euch später. Erstmal müsst ihr wissen, dass man da Klammern setzen könnte und muss. Das dritte könnt ihr euch vielleicht schon denken, das ist dann etwas im 3D, also im Dreidimensionalen. Wir haben also drei Seiten, 2 plus x die eine, 3 plus x die andere und 2 die dritte. Und dadurch kann ich zum Beispiel das Volumen bestimmen. Volumen besteht aus Seite mal Seite mal Seite und dadurch tue ich einfach diese drei Terme multiplizieren. Nochmal zusammen, das hier ist bereits ein Term, das hier ist ein Term und das hier ist ein Term. Und wenn ich es miteinander multipliziere, wie beim Volumen, entsteht dadurch auch wieder ein Term. Was kann ich jetzt mit solchen Termen machen? Ich kann sie belegen. Ich kann also quasi für das x eine 2 einsetzen, dann muss ich auch bei dem Term hier dran eine 2 einsetzen. Hier kann ich zum Beispiel eine 3 einsetzen, dann muss ich auch dort, wo das x stand, auch eine 3 einsetzen. Hier kann ich eine 1 einsetzen, dann muss ich an zwei Stellen die 1 einsetzen. Überall quasi, wo die Variable x stand, die ich jetzt hier ersetze, wird auch diese Zahl geschrieben. Das Ganze nennt man eine Termbelegung. Welche Zahlen darf man überhaupt einsetzen, werdet man sich fragen. Das hängt von der Grundmenge ab. Bei jeder Aufgabe muss drüber stehen, welche Zahlen ich einsetzen darf, beziehungsweise muss die Grundmenge stehen. Und aus diesen Werten darf ich dann Zahlen einsetzen. Und wenn ich die Zahlen eingesetzt habe, ist klar, dann kann ich sie natürlich auch berechnen. Das heißt, hier käme eine 8 raus, also auf der rechten Seite eine 12, hier käme eine 24 raus. Termwert, also der Term von 2 wäre dann 8, der Term von 3 wäre 12, Term von 1 wäre 24. Das nennt man Termwerte. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, wie man einen Term aufstellen kann, wo er herkommt. Wir haben gelernt, dass man belegen können. Und wir haben gelernt, dass es ein Ergebnis, einen Termwert gibt. Und wir haben nochmal wiederholt, welche drei Elemente einen Term entstehen lassen können, zum Beispiel eben Umfang, Fläche und Volumen. Ihr solltet das Ganze jetzt in euer Heft übertragen. Mir ist es bewusst, dass es bei der Zeichnung des Quaders etwas schwierig wird, weil er das noch nicht könnt, aber ich bin überzeugt, dass er auch dafür eine Möglichkeit findet, das einigermaßen schön hinzubekommen. Alles mit Lineal und Bleistift zeichnen, schreiben natürlich mit Füller. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!